So, sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, Digitalisierung, das ist das Zauberwort der letzten Jahre. Sie rettet die Welt und ohne Digitalisierung geht es nicht. Doch was ist Digitalisierung eigentlich? Für die einen sind es Glasfaserkabel, um online Filme anzusehen und andere werfen ihre Bücher weg, weil sie der Meinung sind, das geht so besser. Andere regeln ihre Heizung und ihre Waschmaschine per App und warten dann im Büro auf ihre Rückmeldung. Doch was ist Digitalisierung wirklich? Zunächst brauchen wir erst einmal Zugang zu Daten. Der Bund fördert den Glasfaserausbau mit Milliarden, aber in Sachsen-Anhalt kommen wir damit nur sehr langsam voran. Vor allem der Ausbau im ländlichen Raum ist schleppend und zäh und bringt das Ziel der Erreichung eines flächendeckenden Internets in Gefahr. Hier mal ein kleines Beispiel aus der Stadt Kemmerg im Landkreis Wittenberg. Ich fragte den Bürgermeister, warum wir in verschiedenen Ortschaften keine vernünftige Internetgeschwindigkeit haben. Der Bürgermeister fragte die Telekom und die Telekom antwortete. Und zwar, es gäbe da ein Problem, weil das verbaute Kupferkabel ein Aluminiumkabel wäre. Aha, das Kupferkabel ist ein Aluminiumkabel. Dies sollte man mal wirken lassen. Somit wird sich der Ausbau noch mindestens 3 Jahre hinziehen. Die Schwerpunkte der digitalen Agenda liegen übrigens in Folgenbereichen. Digitale Infrastruktur mit 15 Maßnahmen, Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeit mit 38 Maßnahmen, Bildung in der digitalen Welt 25 Maßnahmen, Kultur und Medien 15 Maßnahmen, digitale Daseinsvorsorge 16 Maßnahmen, öffentliche Verwaltung 18 Maßnahmen und 3 weitere Maßnahmen im Bereich Verbraucherschutz, Datenschutz, Informationssicherheit. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind etwa 350 Millionen veranschlagt ohne den Breitbandausbau. Bleibt die Frage, setzt man in Sachsen-Anhalt auf den 5G-Ausbau oder wird der Glasfaserausbau konsequent weitergeführt? Mir persönlich ist dies egal. Ich möchte aber überall eine Verfügbarkeit, und zwar eine Verfügbarkeit, die kein Sicherheits- oder Gesundheitsrisiko darstellt. Wie sieht die Wertigkeit der Digitalisierung im Landtag aus? Während ich im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung aktiv bin, wird im Ausschuss Landesentwicklung und Verkehr über 5G und Netzausbau gesprochen. Der Digitalpakt Bildung wird im Bildungsministerium beackert und das ohne viel Erfolg, weil dort hängt man mittlerweile sehr, sehr weit im Zeitplan zurück. Das E-Government-Gesetz wird im Ausschuss Inneres und Sport umgesetzt und es bleibt trotzdem ein Flickenteppich, da die Verwaltung Probleme haben, all dies adäquat umzusetzen. Und die Hoheit hat das Finanzministerium, welches nur so viel Geld verteilt, dass alle damit weiter an der Digitalisierung basteln können. Geld landet überall, aber keiner weiß es, ob mit dem vorhandenen Geld die Mittel ordnungsgemäß und mit bestem Interesse der Bürger eingesetzt werden. Digitalisierung in Sachsen-Anhalt, ich würde es nett formulieren, ist rückwärtsgewandt. Ein Beispiel. Aktuell richten sich die Landkreise auf die Anforderungen einer Vernetzung der Systeme und der Digitalisierung aus. Sie passen Schnittstellen an und wollen irgendwann papierlos arbeiten. Ein Blick auf Wittenberg zeigt, dass man dort versucht, ich betone versucht, eine Art Digitalisierung zu schaffen. Trotzdem werden dort weiterhin neue Faxgeräte beschafft. Man kann seit vielen Jahren Faxe im PC empfangen und auch versenden. Es kann doch nicht sein, dass wir Briefe ausdrucken, zum Faxgerät bringen und dann diese darüber verschicken. So hat man es in den 90er oder 80er Jahren vielleicht gemacht. Will eine Verwaltung überhaupt digital werden? Für die Verwaltung heißt Digitalisierung, zumindest bei mir, so wie ich das überall kenne in den Landkreisen, wir brauchen mehr Personal. Aber nein, Digitalisierung heißt halt effektiver arbeiten, Automatisierung von Prozessen und im Rückverschluss weniger Personal und vor allem weniger Kosten. Genau hier ist übrigens ein großes Konfliktpotenzial. Aber gut, wo steht das Land? Na klar, es gibt einen Masterplan für die Gigabit-Strategie, der bis zu Verwaltungsportalen Einfluss nehmen soll. Auch die IKT-Strategie spielt eine Rolle. Aber das ist alles nur Stückwert in meinen Augen. Für mich ist es persönlich egal, ob wir das Land mit 5G, Glasfaser oder mit was auch immer versorgen. Jeder Bürger muss erreichbar sein. Dies heißt übrigens auch, dass ich bei allen Telefonnetzanbietern im gesamten Sachsen-Anhalt Empfang habe, ohne dafür 3 einzelne mit Verträge haben zu müssen. Mein Wunsch ist es, dass jeder Bürger 24 am Tag schnelles Internet zur Verfügung hat und damit einen Zugang zum täglichen öffentlichen Leben hat. Der flächendeckende Breitbandausbau ist seit Jahren erklärtes Ziel von Bund und Ländern. Flächendeckend heißt Gigabit-Anschlüsse für alle öffentlichen Einrichtungen, Firmen und Unternehmen sowie Privathaushalte. Doch im ländlichen Raum läuft der Breitbandausbau viel zu langsam. Wie groß das Gefälle zwischen Stadt und Land bei der Versorgung mit Gigabit-Anschlüssen ist,
das zeigt der Breitbandatlas. Während Städte teilweise bis zu 70% versorgt sind, so waren es im ländlichen Raum bisher 10-12%. Der technische Vorsprung anderer Länder und deren Weiterentwicklung trägt dazu bei, dass diese uns immer mehr abhängen. Digitale Lösungen sind zum Beispiel in den baltischen Ländern sehr schnell möglich. Sie brauchen da keine Corona-App, da die Gesundheitsämter bzw. die vergleichbaren Systeme die Daten von Corona-Fällen automatisch erfassen. Deutschland kann nur von diesem Krisenmanagement lernen. Krisenmanagement heißt aktuell in unserem Land, es gibt für die einzelnen Landkreise Geld im Bereich der Gesundheitsämter. So kann der Landkreis Wittenberg bis zu 92.000 Euro vom Land erwarten. Mit diesen Mitteln soll der Gesundheitsbereich digital modernisiert werden. Was macht der Landkreis Wittenberg damit so Tolles? Ich hätte gehofft, dass man sich mit diesen Mitteln für die Zukunft rüstet, also neue Strukturen schafft, die eben nach vorn gerichtet sind. Aber der Landkreis tauscht eine Unmenge an 19-Zoll-Monitoren gegen 24-Zoll-Monitore aus. Okay, man kauft nur ein paar mobile Laptops, falls man von zu Hause aus arbeiten muss. Aber dann nutzen die tollen 24-Zoll-Monitore im Büro eben auch nichts. Dass sich eine Pandemie im 21. Jahrhundert nicht nur mit Masken und Abstandsregeln bekämpfen lässt, das macht uns das Baltikum vor. Digitalisierung und technischer Fortschritt stehen dort im Mittelpunkt. Ein genauer Blick auf den Umgang mit Corona macht das deutlich. In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut jeden Tag die Zahlen vom Vortag, also veraltete Zahlen. Die Gesundheitsämter sind am Wochenende nicht besetzt und so entsteht ein Meldestau. Auch nach über einem halben Jahr hat sich dieser Ablauf nicht geändert. Viele Labore und Ärzte melden nur einmal täglich an das Gesundheitsamt und so haben wir ständig Verzögerungen. Ein zentrales oder sogar digitales Meldesystem gibt es nicht. Bei der Erfassung der Daten wird mit Excel-Tabellen, Papierformularen und mit Bleistift gearbeitet. In Litauen zum Beispiel wäre so etwas undenkbar. Dort existiert seit Jahren ein landesweites digitales Meldesystem. Im Frühjahr programmierten dort IT-Unternehmer in Kooperation mit den staatlichen Behörden ein paar neue Programme. Über diese Datenflüsse erhalten Behörden und öffentliche Einrichtungen gebündelte Informationen, welche dann analysiert und per Kurznachricht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dadurch ist nicht nur die Bevölkerung informiert, sondern auch die Behörden können besser und schneller reagieren. Während in Deutschland viele Verdachtsfälle nicht getestet werden konnten, weil die Gesundheitsämter schon früh überlastet waren, sind im Baltikum über künstliche Intelligenz Nutzerprogramme entwickelt worden. So entstand innerhalb von Tagen ein Kommunikationstool, das Nutzeranfragen beantwortet, Informationen weiterleitet und damit die Arbeit der Ärzte, der Arztpraxen und Gesundheitsämter unterstützte. Diese Unterschiede machen deutlich, welche digitale Kluft im öffentlichen Sektor besteht. Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung hält mit den Erfordernissen nicht Schritt. Das ist das Ergebnis der Studie Digitale Kluft, wie digital ist der öffentliche Sektor. Nach Aussagen von 140 Verwaltungen auf verschiedenen Ebenen der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik erhalten diese regelmäßig Bürgerbeschwerden aufgrund kundenunfreundlicher Prozesse. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass Innovationsmanagement nicht im Mittelpunkt steht. Der effektive Zugang für den Bürger an gewünschte Informationen muss final geregelt werden. Wann werden die notwendigen Portale verknüpft und wo arbeitet das zentrale Datenportal für Sachsen-Anhalt? Wie sieht der Zeitplan aus, alle Bürger kundenfreundlich zu erreichen und einen Datenaustausch umzusetzen? Ab wann wird die elektronische Aktenführung verbindlich und wer übernimmt die Kosten für Verwaltungsportale? Welche Rolle spielt der aktuelle Datendienstleister oder ist eine Umstrukturierung auf ein eigenes Datennetz angebracht? Für alle Verwaltungen ist es jetzt wichtig, ein gewisses Verständnis über die Ziele einer digitalen Verwaltung zu erlangen, um im Interesse der Bürger mitzudenken. Nur über eine abgestimmte und zielführende Digitalstrategie ist dies zu erreichen. Wir in Sachsen-Anhalt müssen ein Gesamtkonzept entwickeln und auch fortschreiten, um die Digitalisierung in einem neuen, anderen Denken umzusetzen. Ein vernünftiges und zielführendes Konzept. Oftmals ist es besser, ein veraltetes Konzept über den Haufen zu werfen und komplett zu entsorgen, um dann ein neues umzusetzen. Viele von Ihnen kennen das. Sie kaufen sich ein altes Haus, renovieren es, stecken Unmengen von Geld hinein und stellen hinterher fest, dass ein Neubau vielfach preiswerter gewesen wäre. Unser Problem in Sachsen-Anhalt heißt auch Dataport. Wir schicken unsere sämtlichen Daten in ein anderes Bundesland und zahlen dann auch noch Millionen dafür. Dies ist mehr als absurd. Sachsen-Anhalts Steuergelder sollen auch in Sachsen-Anhalt für Wertschöpfung sorgen.
Von Datensicherheit und Systemausfällen mit Dataport reden wir lieber erst gar nicht. Es ist jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man mit Datennetzen auf den neuesten Standards umgeht und ein komplettes, modernes System aufbaut. Dies kann ein zentrales Rechenzentrum sein oder aber auch ein System von vielen kleinen Datenzentren. Darauf brauchen wir Antworten. Wir möchten genau diese Antworten und Klarheit über den tatsächlichen heutigen Stand erhalten. Das ist auch der Grund unseres Antrags, um diesen Flickenteppich hier zu beseitigen. Vielen Dank.